So, Aufnahme läuft. Schön. Ja. Na, howdy. FIFA 20 Multiplayer. Na, David hat sich FIFA 20 geholt. Oh. Naja, mal gucken. Also, wie war das immer? Dreimal zufällig war. Ja, aber du auswärts fängt an, richtig. Ja. Sag ich ja. Stopp. Na, siehst du. Oh, gleich international. Gut. Ist ja die berühmte Regel hier, wenn international ist, dann gibt es nur Nationalmannschaften. Ganz berühmte Regel, kennt jeder. Jeder FIFA-Spieler kennt diese Regel, ja. Gut. Stopp. Griechenland, scheiße. Aber die haben schönes Wetter zumindest. Aber bringt ja auch nichts, weil du auswärts spielst. Stopp. Irland. Die haben nicht so schöne Wetter. Stopp. Oh, boah. Du Scheiße, ey. Aber wir hatten ja jetzt die Regel. Halber Stern, ne? Hatten wir nicht sogar die Regel komplett gleich? Weil selbst der halbe Stern immer schon oft dann so unterschiedlich war? War das nicht so? Ich glaube, die letzte Regel war so. Die Iren. Ah, na gut. Ich nehme Irland. Sicher. Kannst du machen. Danke. Stopp. Tschechische Republik. Du weißt ja nicht, Ungarn könnte in Frage kommen. Stopp. Kolumbien? 4,5 Sterne? Okay. Ja, das scheint mir ein bisschen sehr hoch. Ah. Stopp. Bestimmt durch Rodriguez. Nein, dann nehme ich Kamerun. Doch, ich glaube, wir haben das so gehabt, dass wir immer gesagt haben, ja, immer gleiche Sterne, damit es wirklich fair halt ist. Na gut. So, fertig? Na, dann mal gucken, wie fair das ist, ja. Spielen wir doch beide in grün, schön. Ja, voll schön. So. Na, jetzt zeigt er mir grundsätzlich erst an, Leute. Ja. Ja. Mhm. Grundsätzlich weißt du aber, wie man verteidigt und so jetzt schon, spielt. Ja? Weil nee, das ist mein allererstes Spiel, was ich gerade mache. Ach so, na ja, gut, okay. Das soll schon nicht so schwer sein. Naja, ich finde es komplett anders. Aber wirst du ja sehen. Vielleicht komme ich ja damit selber klar. Ich mache besser klar als du am Anfang. Mal gucken. Ja, man muss sich nur ein paar Sachen abgewöhnen. Dass man halt nicht mehr mit X mitläuft, mit dem Gegenspieler. Und mit L2 und R2 hier dann immer zu timen versucht, richtig. Tja, naja, passt eigentlich so weit. Ja. Wird schon hinhauen. Sag mal. Bei Irland sind ja alle Spieler gut. Das ist eigentlich egal, wer der spielt. Schon die Tornetze sind scheiße. Wir müssen straff sein. Wir spielen in Kamerun. Das ist jetzt hier nicht San Siro. Ja, gibt's ja bald auch nicht mehr. Na gut, fange ich mal an. Ja, nee. Warte bitte 90 Minuten dort. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Wie meine Steuerung um mich steht. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Muschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Was ist dich? Achso. Extra, alles gut. Ach, bei FIFA muss man ja mal so nach vorne gebeugt sitzen, das ist ja genau das Problem. Zumindest wenn man gegen dich spielt, ja, oder umgekehrt. Ach du Scheiße. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Schauen wir uns querpassen mal schon. Scheint noch ein Zug zu funktionieren. In diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Jetzt bin ich ja schon wieder ein bisschen aufgeregt hier, ey. Gute Aktion. Sambo Anguissa. Ich dachte eigentlich, so, hatte das umgeändert. Können Sie was draus machen aus dieser Szene?
Oh, wo spielt er denn hin? Torwart. War denn ein klarer Strafstoß? Was will er denn? Was war das? Ein Strafstoß? Ja, Kalko hast du gesehen. Klar. Irgendwo war ein klarer Strafstoß gerade, der. Na, bei meinem Torversuch wahrscheinlich, ja. Die Chance auf den Konter. Ach, scheiße. Okay. Sieht gefährlich aus. Ist hier immer noch am Ball. Geblockt vom Verteidiger. Man steht auf da. Idiot. Oh, das pfeift er nicht. Haben sie etwa den Schiedsrichter ein bisschen verbessert? Zumindest ist mir noch nichts Negatives aufgefallen bis jetzt. Irgendwie, warte mal, wie war denn das? Willst du was nachgucken? Nee, alles gut. Ach du Scheiße. Übrigens. Nochmal ändern. Scheiß. Er schirmt den Ball ab. Im Endeffekt ist es ja wie Fahrradfahren, das verlernt man ja nicht. Nee, das naja, aber wenn man es jetzt in den letzten Jahren noch nicht konnte, dann verlernt man es auch nicht verlernen. Deswegen hast du fast immer alle Spiele gewonnen, genau. Stimmt doch ja nicht, am Ende nicht. Naja, jetzt kommt nämlich schon wieder deine scheiß Taktik, das voll labern. Ja, stimmt, am Ende nicht mehr. Ja. Deswegen hast du es verkauft, ja. Sambo Anguisa. Holt mir dann auch irgendwas zu dämlich. Toko Ekambi. Macht er gut! Arschloch. Könnte die Führung werden. Nee, gibt's nicht. Ist ja auch ein Polarschisschen da, du. Aber ja. Kann ich jetzt hier Pause drücken? Ja, warte, ich jetzt muss mal irgendwann nachgucken. Das, Ich glaube, ich habe einen doppelten Abschluss gedrückt. Wenn du zweimal Schuss drückst, dann kannst du ja diesen perfekten Abschluss irgendwie suchen. Achso. Das war aber unabsichtlich eigentlich jetzt gerade. Eigentlich. Ah, nicht schnittender Schuss. Aber das ist doch. Nee, Torwart raus. Ja, warum macht der denn das? Das zeigt euer nie macht. Voll Arschloch. Jetzt. So ist richtig. Das habe ich nicht um mich. Naja, gut. Ist auch real. Ja, möchte ich überschreiben. Okay. Männchen. So, gut. Weiter geht's. Ja, das hätte es eigentlich schon sein müssen, wieder hier. Schön. War ja auch klar. Ecke kommt ins Zentrum. Boah. Gute Chance für eine Flanke. Oh den Gott, was denn das für eine Flanke, ey? Abstoß. Oh. Sich natürlich. Ja, da machen sie es ihm zu leicht. Der war stark. Ja, das war stark. Das war stark, ja. Nun, Coleman. Richard Keogh. Klasse Pass! Ganz energisch. Was macht er noch? Ne. Abseits? Oh, doch, das ist okay, ein Glück. Ja, das war tatsächlich abseits. Schön, die fahren da am Weg. Das sieht man gar nichts. Ja, genau. Eindeutig abseits, ja, würde ich mal sagen. Definitiv. Ja, schön. Ja, naja, das sind halt die Sachen, die mache ich dann gegen dich halt, wa? Weil der Computer aber keinen Sinn macht. Richtig, ja. Der macht es aber nicht. Der ist nicht so aufmerksam. Und nun Coleman. Gute Aktion. Ah, war auch dumm jetzt der Pass, aber. Die große Frage ist ja immer: Ist der Frage heute besser als früher oder ist er einfach nur professioneller? Das ist schwierig, Wolf. Wenn man sich mit den Legenden von früher und. Nein, du Idiot! Warum denn nicht den anderen? Mit den Jungs von heute, lauf! Da könnten wir nicht mithalten. Alles ist schneller geworden, intensiver geworden und ja, insgesamt wohl auch besser. Scheiße. Sie verlieren den Ball. Ja, könnte was werden. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Was ist denn das für eine Reingabe? Ich glaube, der spinnt. Das ist doch nicht sein Ernst, ey. Das ist schlecht. Ach, du Idiot. Der Ballverlust. Kann er was draus machen?
tolles Zuspiel. Ey, kann nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Unglaublich, schon wieder hier. Ey. Das war knapp. Er spielt den Pass auf den Flügel. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Das sieht vielversprechend aus. Ey. Chance zur Führung. Genau, er ist so schlecht, wie er da durchkommt, der Idiot. Kann nicht wahr sein. Ja, mach gleich weg. Ich hab gar nichts gedrückt. Das war ja, nee, ich rede mit dem Programm. Ach so, mit dem Programm. Und kriegt mit dem FIFA-Programm. Scheiß hier, ey. Pierre Kunde Malon. Oder? Oh Gott, das Swing. Jo, natürlich, genau. Ich glaube, ich weiß aber, woran das liegt. Ich muss mal eine Taste umlegen. Ja. Das ist zwei extreme Umi. Janettchen. Warten. Ich weiß nicht, was du willst gerade. Kann ich weiterspielen in Ruhe? Viel Platz jetzt auf außen. Ja, wird hier gut unterstützt. Da ist die Hereingabe. Kann ich nicht verwerten, schade. Mann, du Fotztorwart, ey. Darren Randolph. Oh, weiter Gott. Geht es mit einem Einwurf. Meine Fresse. Lappner. Pierre Kunde Malong. Jetzt ist gefährlich. Und da haben sie den Ball. Ich, nee. Hendrik. Sie haben Platz. Ja, da ist boah, wieder mega Minischrittchen zu weit. Boah, guck dir das an, ey. Der läuft fast rückwärts da, der Kunde. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ja, ich weiß es nicht, Mann. Wo steht ihr denn da in der Mitte? Ach, Mann. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Connor Howerhan. Jetzt ist die Kugel weg. Genau reingerannt. Scheiße. Gefährlich. Ganz energisch. Ey, so ja, ein Wichser. Den habt ihr gesehen. Connor Howerhan. Das gibt's nicht, ey. Kommt der Ball sogar mal da an, wo ich ihn hinhaben will, theoretisch? Nein. Mit viel Auge. Weg, Torwart, Mann. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Wie hat er denn? Ey, es könnte. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Boah, noch, der wird wieder ein Scheiß hier. Und er schießt. Ja, es geht doch. Was? Mann. Was? Da war er dran? Ja, wie, da war er dran. Ja. Überlegt war noch. Hier nochmal der Treffer irgendwas. In der Wiederholung. Eine warte mal. Was überlegst du denn so lange immer? Ich überleg gerade was anderes. Ob du das Spiel beendest. Zustellen. Ob ich das Spiel beende, ja. In der Steuerung, gut. Oder wie? Hab's aber. Musst du mal irgendwie die Taste mit R1, das hat nicht so gerade funktioniert. Und da dürfen wir den Vorbereiter zurecht feiern. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor, klasse erreicht. Wir gehen mit einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Warte mal, was meinst du denn mit R1? Naja, das sage ich dir jetzt nicht. Bleibt mein Geheimnis. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Meine Zustellen, der Mitspieler. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. So einen zweiten Verteidiger dazu holen, meinst du? Sozusagen. Ja, genau. Shane Duffy. Ja, das habe ich früher auch immer bei FIFA gemacht, aber habe ich gelesen, das soll man hier wohl nicht mehr machen, weil man damit die Lücken wohl eher nur aufreißt, anstatt zuzumachen. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Erstmal geklärt. Jetzt gebe ich dir nur einen Tipp. Naja, ja, musst du ja sehen. Probier einfach. Naja, das sind immer alle Tipps. Das ist meiner Meinung nach, so eine Sachen sind total subjektiv. Sieht gefährlich aus. Na, sagen wir mal so. Also bis jetzt habe ich es noch nicht benutzt. Sonst mit den alten FIFA-Teilen habe ich es eigentlich ständig gemacht. Christian Bassogo. Oh, gib dir das an. Ist der langsam. Gute Aktion. Oh Gott, der in der Mitte ist ja noch langsamer. Ich weiß, ich mache aber auch einen Scheiß da draus. Ey, unglaublich.
Naja. Der Ballverlust. Oh, die Iren sind einfach mega. Was macht er draus? Hm. Muss der gültig, wie er da den Ball abschirmt? Ja. Ach, voll die Mega-Schwalbe. Ja, habe ich gedrückt, ja. Kannst du ja, habe ich ja. Gib die gelbe Karte für dieses Foul. 2x Viereck, 3x Dreieck und Kreis. Dann machst du das. Innerhalb von einer Sekunde. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja, klar. Ich war wirklich ganz schön abgehoben. Ja, stimmt. So, die Freistöße habe ich auch noch nicht so ganz durchblickt hier. Alter. Hä? Mhm. Was war denn das? Ein Lupper. Ja, das war komisch, ich weiß nicht. Ich hab noch nicht so richtig den Dreh da raus. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Nimm den Ball mit. Oh, beweg dich. Toko Ekambi. Super Pass jetzt. Sim, Achtung jetzt. Ey, das ist ein Arschloch, krass. Oh Gott, das schön genau in der Mitte geklärt, geil. Ist das dein Ernst? Ey! Oh. Gott, das will ich nicht. Jetzt nicht. Der hat da genau in der Mitte, ey. Was für ein Assi. Ja. Komm, ich peitsche euch mal nach vorne, wo man das bringen soll. Der Anpeitscher. Ja. Da verlieren sie den Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Da verlieren sie den Ball. Ja. Long. Ein super Trick und der klappt auch noch. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, Ball ist weg. Schade. Und die Konterchance ist vertan. Choupo-Moting. Lauf da. Er macht das Spiel schnell. Ich. Nein, meine. Gehalten, aber der Ball weiter im Boah. Ja, nüscht. Ja, nüscht. Ja, das war auch nüscht. Man trägt mich auf, dass ich da nüscht gebacken. Jetzt ist gefährlich. Oh, ey. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Und der Dauerdruck hier. Toller Support jetzt der Fans. Die spüren natürlich, hier liegt ein Tor in der Luft. Ach, David. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Da verlieren sie den Ball. Pfeife doch. Ach, komm. Na, der pfeift aber wieder mega. Mega geil da, der Typ, ey. Gehen 1 zu 2 KW, ich krieg schon wieder, komm. Gott, was ist denn das hier für eine Kamera jetzt, ey? Empfänger wechseln, Schützen wechseln. Hereingabe in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit. Ja, das war natürlich clever, bei den Iren da einen hohen Ball hinzuspielen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ach. Dann steht da keiner. Howerhan. McLean. Voll der Lama. Ja, das könnte was werden jetzt. Ist doch gut hier mit dem Iren. Kann er was draus machen? Ja, könnte was werden. Ach komm. Oh, ja, ja, gut. Was ist denn jetzt? Ach, ich dachte, das ist echt 11 Meter gepfiffen. Oh, das dachte ich irgendwie auch. Das wäre richtig schlecht gewesen. Oh, das war aber knapp. Ja, ey. Ah, das war knapp. Aber gut, hättest du ja sowieso gehabt. Ja. Ja, genau den habe ich nicht angespielt. Will er mich verarschen? Colin 2. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Scheiß. Unwiderstehlich, ja. Unwiderstehlich, wie er dann sofort mit dem Ball verliert. Gute Aktion. Gefährlich. Und vielleicht habt ihr hier bei mir Vögel. Jetzt würde er die Flanke reinschlagen. Und das ist der Ballverlust. Ja, setz dich doch mal durch. Das gibt's doch nicht. Macht er gut. Mann, Leute, ey. Mach, beweg dich da. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Schaffen sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben dran. Och, bin ich dumm. Ah, ich bin nur dumm. Krass, ey. Ja, manchmal fragt man sich, hoch, was man so... Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Was macht er draus? Leute da. Ich. Klasse Pass. Stand doch schon wieder im Abseits, oder? Oh, lass doch weiterlaufen. Anfall. Wer den da vernünftig weiterspielt, dann ist das Ding. Dann klingelt. Es gibt jetzt eine Umstellung. Sie bringen einen frischen Mann. Ja, soll nochmal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Das
musst doch weiterlaufen. Und kommt, jetzt reißt euch mal zusammen hier wieder. Fußballer. Oh Gott, ist, ey, wenn der nicht so lahmarschig wäre. Es ist so schlecht. Es ist so richtig schlecht, ey, was die da über außen machen. Oder was ich da mache über außen. Oh, war ja. Ey, der kriegt den Ball aber auch nicht rein. Das gibt's immer, ist irgendeiner wieder dazwischen. Ja. Komm, dann wechsel den ein hier. Oh, ich nehme da keinen 16er, ne? Dann nehme ich lieber einen drin, der komplett erschöpft schon ist, ey. Dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg hat. Ne, da vorne ruft er auf den Penis da. Boah, der McLean kräuselt sich da aber auch, ey. Da kommt ja schon ein Kameruner. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng, es ist noch alles drin. Nein, ich bin so dumm. Ja. Ich bin so dumm, unser Torwart auch. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Die Kameruner sind nicht besser, ey, aber die sind viel schneller. Ja, das stimmt, ja. Da ist die Führung. Ich bin gespannt, ob sie das extra Ding geben würde für ihre Geschwindigkeit, dann hätten die. Eine enge Kiste. Komm mal, ein bisschen offen rüber. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt nehmen wir mal Teambrushing. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt die Flanke. Ja, na ja, gut. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. Alter. Corner, so, dann kann man lernen, ja, das wäre doof. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Junge, du stehst im Abseits. Nein, ich glaube, die Regel kennt er ja nicht. Spielen sie in Irland nicht so. Nee, in Irland gibt es kein Abseits. Und es bleiben noch 5 Minuten. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert klasse Zuspiel. Sie müssen ein Tor erzielen. Mann, wo aber kommt denn? Alter, im Mittelfeld ist ja. Der andere Schuss. Sie holen sich den Ball. Aber der andere kann doch mal auch mal rangehen da, ey. McLean. Guck nur zu, ey. Kann er was draus machen? Jetzt der Ballverlust. Versteht nicht. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Toko Ekambi. Viel mit Auge. Schaut Toko Ekambi. Die Riesenchance. Wow, war ja. Blitzschnell nach vorne und dann dieses wunderbare Tor. Alles, alles richtig gemacht hat. Alles gepasst. Und sie dürfen zu Recht jubeln. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Faul? Jo, jetzt steht er mir im Weg und der Vorteil ist weg. Läuft. Choupo-Moting. Ball fliegt hoch rein. Oh, Torwart, ey. Die Riesenchance. Oh Gott, das ist ein. Lahmarsch hier. Ah, ne, das zieht nicht. Nächstes Mal aber Griechenland, Rumänien, ich weiß nicht, die werden ja auch nicht schneller gewesen. Nee, ich glaube, die werden also mindestens genauso lahmarschig. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Na, schade, werden die nicht so langsam. Na, das hat man schon gemerkt. Da muss ich dir recht geben. Sieht besser aus wie ihn. Die waren. Aber was immer noch der Fehler ist, immer noch das Wechseln. Das sind Wechseln immer noch, du kriegst echt nicht den, den du haben willst, unbedingt gleich. Also das ist auch erstaunlich, wie sie das über Jahre hinweg nicht hinbekommen. Ja. Das ist selbe wie in den anderen Bedenteilen oder in den anderen 10 gefühlt. Immer nur dasselbe. Oh, der Ref. Ja, das Problem habe ich zum Beispiel gar nicht, komischerweise. Ach, mach dich mal den anderen. Immer genau den, den man überhaupt nicht braucht. Absolut unnötig.
So, na gut, willst du gleich eine Revanche oder wollen wir erstmal sein lassen? Ja, eh, würde ich noch machen, dann machen wir erstmal Essen. Okay. Was hattest du, nur Halbzeitlänge? 6 Minuten oder? Ne, 7. 7 hatten wir doch immer, oder? Ich glaube ja.